Das war spaßig. Ich dachte, der würde nur gegnerische Sachen drehen. Sollen wir vielleicht mal versuchen, den da freizuschalten? Ja, komm, mach mal den Standard. Ach, die Warp-Vorbereitung? Ein Schild, ein Ausweichmanöver. Ja, komm. Oh, weniger Kartenbelohnung. Hey, Bux. Hey, Mr. Isaac, darf ich Sie was fragen? Ha? Oh, mein holographisches Horn und mein Arm. Tja, es ist eine lange und sehr coole Geschichte. Können Sie die Kekse aus dem obersten Regal in der Küche holen? Oh. Hat Perry die nicht dort hingestellt, weil du von zu viel Zucker hyperaktiv wirst? Ich dachte, sie wären cool. Okay, na gut. Schön. Also, Isaac ist unser Drohnenspezialist. Alter, wie viele Karten hier. Und gleich mal Damage gefressen. Ja, versuch es. Bin schon dabei. Bin schon dabei. Saphirschild, Saphirschild. Unten lang. Jo. Minenfeld. Eine Menge explodierter Schiffe. Lass uns anhalten und nach coolen Sachen suchen. Erhalte 1 von 4 Artefakten. Jo. Also. Jede Runde Energie. Hitze kann noch weiter reduziert werden. Ein zusätzlicher Splitter oder... Wir nehmen den Streifschuss. Das ist super mit den Drohnen. Treffer! Oh, crap! Nicht damit gerechnet. Drohnen bewegen, sonst nichts, neue Drohne. Ja, wenn du hinten was reinschießt. Exotherme Freisetzung ist stark. Schade, dass das weg ist. Du kannst nichts hinsetzen, wo was ist. Das explodiert dann einfach. Schade. Ach, das macht mehr Damage. Ich wollte gerade sagen, wo ist ja der Unterschied? Die Angriffszone kannst du in Mark 2 oder in mit Schutzschild umwandeln. Die Parallelverschiebung 3 abwerfen. Das Ding. Okay. Ja, für einen Schaden ist das nicht prickelnd, ne? Das wird eh immer abgeworfen. Dann gib mir das Ding. Schön, ja. Oh no. Wer ist dieser Typ? Hallo, ich bin hier, um das Kopfgeld zu kassieren. Mal wieder. Das was? Machst du Witze? Das ist ein gefälschtes Kopfgeld. Das ist mein gefälschtes Kopfgeld. Ich habe es einen Tag vor Beginn der Zeitschleife auf diese Nerds ausgesetzt, damit sie abgelenkt sind, während ich sie ausraube. Wie bitte? Du hast mich reingelegt? Jetzt sind meine Gefühle verletzt. Bereite dich auf den Tod vor und so weiter. Jumbo.
Das ist mein großer Superangriff. Na gut. Wir können nicht nach rechts. Und doch können wir. Machen wir den. Ich wollte es eigentlich mit dem EMP lösen, aber... Aber wir kriegen... auf den Säckel, ne? Wir haben wenig... bis gar keine Manövrierfähigkeit. Das ist das Problem. Auch ein Problem? Wir haben vergessen zu blocken. Riesiges Problem? Das Ding. Kann ich das irgendwie... Boah. Also das kann schnell vorbei sein. Jumbo, Jumbo, Jumbo. Er hat mich fast gekillt, ne? Jumbo und Maulwurf? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er krass. Bläser. Über jede Fähigkeit spielt Eisekarte, erhältst du eine Blase. Ich oder wie? Mein Schiff? Okay, lass mal ausprobieren. Wenn wir überhaupt so weit kommen. Jeder fünfte Angriff gibt ein Ausweichmanöver. In der ersten Runde zwei Ausweichmanöver. Ja. Oh Mann. Dann macht das auf Mach 2. Also mich würde es jetzt nicht wundern, wenn wir da schon drauf gehen. Ach, das ist nur ein Damage mehr. Ja gut. Ungünstig. Er schießt jetzt zurück, ne? Das ist doch deaktiviert! Ich dachte, das reicht, wenn wir das deaktivieren. Da ist wohl... Ach, das ist der Angriff deaktiviert, aber nicht die Kanone, oder was? Ah. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. So, drei Schilde weg. Ho! Schwein gehabt! Absolut Schwein gehabt. Oh, ja. Egal. Ohohohoho. Das Miese ist, wir kommen nicht durch den... hier durch, weil das Ding exhausted ist. Also wir sind völlig am Arsch. So, jetzt hat er das Ding nicht. Okay. Oi, 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 oi. Totes Potti, sage ich nur. Ja, eigentlich ja. Wow, panzerbrechende Drohnen. Eigentlich sollte ich reparieren gehen, ha? Huh? Eigentlich ja.
Alles egal. Wir sind tot. Naja, noch nicht ganz. Wir sind tot. No! Habe ich erwähnt, dass wir tot sind? Sind wir wirklich tot? Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Du hast es gegen mich kämpfen lassen bei diesem Händler? Das, wonach es sich anhört. Das habe ich jetzt auch intelligent gelöst. Wenn ich jetzt damit nach rechts gehe... Okay. Die schießen auch hier durch, stark. Also durch die Panzerung. Moment. Holy fuck. Ah, das schiebt den Gegner nach rechts, zieht uns nach links. Wäre vielleicht gut. Oh, zweimal Aktionen. Was mache ich jetzt Schönes? Ich kann ihn anschießen, dann würde er hier rüber gehen. Das bringt auch nicht sonderlich viel. Da kann ich im Prinzip auch sagen, ich nehme den hier und mache das so. Das ist genau das gleiche Resultat. Kann ich ins die Minushitze gehen? Nicht, oder? Ah, ich glaube nicht. Ja, panzerbrechende Sachen sind stark. Sind richtig stark. Ah. Abrakamuf. Ich muss was nehmen. Das ist das Ungünstige. Unten wären halt zwei Bosse. Möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Upcycling-Programm. Hm.
Oh, ersetze eine Karte durch eine zufällige, seltenere Karte oder ersetze eine Karte durch eine genauso seltene Karte aus einem anderen Deck? Nee. Gib mir mal irgendwas anderes als das da, oder? Der Akropanzer. Nee, Standardschuss. Was kriegen wir? Mineralienvorkommen. Okay. Da hat sich ja ganz doll gerettet, oder? Oh ja. Das war knapp, aber fast ansehnlich. Ob ich jetzt eins rübergehe oder nicht, der eine Schaden könnte schon signifikant sein. Ugh. EMP? Stark. Die Drohne ist panzerbrechend, ne? Jo, nice. Und, panzerbrechend und doppelt. Okay. Zahn. Hallihallo, willkommen in mein Warenhaus der wundersamen Dinge. Reisen da, darf ich dir eine Kreation vorstellen? Oh, alle völlig nutzlos, ja. Die Schrotmunition. Walzer. Zwei nach links, dann nach rechts. Die Prellung. Ja, die sind nicht alle nutzlos, ne? Mit den richtigen Artefakten. Zum Beispiel heile eins mehr, wenn du heilst. Zack, hast du hier eine Heilung drin. Oder es gibt auch irgendwas von wegen, gab's das mit Bewegen, Schießen oder was wir vorhin hatten, dieses plus 2 Damage, da würdest du hier 6 Damage machen, ne? Oder hier, wenn du 3 Energiekarten spielst, krieg eine Energie zurück, hättest da auch plus 1, ne? Aber was würden wir denn da nehmen? Also momentan haben wir keine einzige 3er Energiekarte. Aber ich sehe auch momentan nicht, wie wir Damage erhöhen würden, ne? Bewegen und Schießen hast du doch, oder? Nö, nicht, dass ich wüsste. Nö. Daneben, also genau einen Platz daneben schießen. Ein. Oh, warte mal, das könnte vielleicht funktionieren. Da müssen wir mal gucken, wenn wir für 0 direkt neben das Schiff schießen, ob sich da was tut. Was würden wir hier kriegen? Panzerbrechend oder 5? Komm, machen wir das mal mit 5. Das gefällt mir. Artefakt, Zauberbuch oder Isolierung? Mein Schiff wird jetzt bei 4. Oh, das ist... What the hell? Okay, Memo an mich selbst, das ist drehbar. Das wäre kostenlos aus... Ja, komm, gib mir das kostenlos. Bewegen und Schießen hast du als Karte. Ja, ich meine aber ein Artefakt. Komm, geh mal zum Boss. Oh, what the hell? Ach, wenn wir einen Splitter haben, kriegen wir 2 dazu. Oh! Okay. Habe ich den EMP? Habe ich irgendwas, was mich automatisch nach rechts drückt? Ja. Jetzt lass das mal ausprobieren. Oh ja. Okay, okay. Mit dem funktioniert das. Heiß. Gefällt mir. Finde ich stark.
komme ich jetzt nicht rüber, ne? Doch, komme ich. Dann würde ich aber auch nur 14 Schaden machen. Er hat noch 20. Ich kann damit 2 nach links. Dann kann ich aber nur einmal schießen. Dann kann ich den auch nicht mehr benutzen. Ich könnte hier mit 1 nach rechts. Okay, dann mache ich einen Schaden. Und gehe nach rechts. Will ich einen Schaden nehmen? Eigentlich nicht. Aber ich möchte auch diese Karte loshaben. Also diese Aktion. Okay, hier würde ich eins nach links gehen, aber da hätte ich... Ja, hätte ich was vor der Brust. Ah, ist das mies. Okay. Oh Gott, ist das kompliziert heute. Ich glaube, ich gehe eins nach links. Ja, das muss ich sowieso so machen. Das hat nichts gekostet. Ich habe keine Bewegung nach rechts. Doch, ich könnte das hier nach rechts. Ja, gut, nee. Eine Bewegung nach rechts. Hey Selek, hi, grüß dich. Oh no, ich hab das verpasst. Gary Boss. Potty Stream Neustart, Potty ungeduscht. Ja, ja. Alles stinkt hier. Das Übliche. Ja. Deine Connection spackt auch. Vorher war doch auch noch jemand mit Vodafone Problems, ne? Eieiei. Cockpit-Zielerfassung, das ist schwach. Bruchstellenerkennung, interessant. Ich nehme aber das Teil hier. Yes. Ich fühle mich nicht wohl mit dem Deck hier. Kannst du switchen? Ah, geht in beide Richtungen. Vielleicht brauchen wir das irgendwann. Ah. Oh no. Können wir doch unmöglich ausweichen. Das bringt mir auch nur was, wenn wir neben ihm sind. Oh Gott.
Das kostet 1. No. No. Ich dachte, das wäre umsonst. Moment, haben wir das mit den 3 kostet weniger? Nein. Hier würden wir mit der gleichen Menge auch 6 Schaden machen und würden 1 Schaden negieren. Hat er schon wieder explodiert? Immer. Rockabrautrix. RR. Das wird uns nach links schieben, das wäre interessant und ja, schießen wir trotzdem mal mit dem Ding drauf. Das wird uns auch schon nach links schieben. Gib mir den Kollegen. Gib mir das Ding hier und dann... sind wir trotzdem bald am Arsch. Der ist okay. Das wäre zu viel. Und dann könnte ich ihn eh nicht mehr machen. Ich kann mich nur 2 bewegen. Oh, das ist genau wieder ein bisschen... Ah, nein, ey. Aha, dann negiere ich halt die 2 Schaden. Bei Chip und Chap, er ist für mich immer Red Ribbon Army. Okay. Ich könnte mich 1 nach links. 2 nach links. Dann würde ich immer... Nee, das kann ich gar nicht spielen. Wow. Ach, ich habe die 2... Rocker Rix ist Tötungs Rix. Ja, wir kommen nicht durch die Schilde durch. Wir kommen nicht durch die Schilde durch. Ah, das kann ich nicht mehr spielen. Oh Mann. Die 13 Damage, oh, die hätten die gereicht, wenn ich da nicht was anderes drauf gemacht hätte, ne? Wir brauchen insgesamt 15 Damage. Wie bekomme ich das hin? Entweder zu überleben. Das wird schwierig mit einmal ausweichen. Ich könnte Abraka Move nehmen.
dann die Angriffsdrohne spielen, dann würden wir immerhin noch eine Runde überleben, wenn ich danach Saphir-Schild nehme. Eieieiei. Ach, hier ist das schon 10, ja. Gar kein Bock auf Arbeit? Machst wie ich letzte Woche. Einmal verschlafen, nicht kommen müssen, dann einmal den Tag verwechseln. Was ist mit dem Akropanzer? Was soll mit dem sein? Bitte konkretisieren Sie Ihre Frage. Drei Schaden. Ja? Und 13 aus der Hölle. Das ist natürlich, das ist natürlich, gut. Ja, mir immer an mich selbst. Erst das. Ist er nicht tot? Ja! Nice. Einfach immer nach Kontext fragen. Ja, okay, nicht gesehen. Bloß nicht ihn zuerst. Ja, stark. Thomas hat uns gerettet. Bin ich froh, dass ich das nicht alleine spiele. Oder wie bei Sims. Du fehlst, kriegst einen Anruf, den du nicht annimmst vom Boss und dann gehst du wieder. So hast du immer einen Tag. Und es fehlt aber auch dat Yard. Ja, dat jute Yard. Fehlfunktion der Rakete. Die Raketen und Drohnen dieses Schiffes werden alle rückwärts gestartet. Für zwei Runden und... Okay, das ist krass. Das kann ich jeden Kampf machen. Okay. Wenn du zum ersten Mal in einer Runde eine Karte ohne Kosten spielst, wird sie ein zweites Mal aktiviert. Schachtüberlastung. Das würde für die zwei, drei gelten. Das ist... erstmal in einer Runde. Ja, das ist dann egal, aber den kannst du dann doppelt haben. Was ist die Glaskanone? Ja, okay, Kanonen sind schwach. Wie kommt der Nullverdoppler? Klingt interessant. Oh, danke, Thomas. Du bist einfach ein Meister des Spiels, ein Profi. Okay, das wird auch doppelt gespielt. Temp-Schild geholt, der Sack. Dann wird Ausweichen doppelt gespielt. Ja, das ist stark, das gefällt mir. Ha, und wo ich nichts check, ne? Ah, das ist das Beste. Yo, 9 Energie. Das gefällt mir sehr. Was können wir mit der 9 Energie alles anstellen? So, das geht sowieso komplett durch. Ach, meine Angriffsdrohne wird auch rückwärts gesch... Das ist für mich und nicht für den Gegner. Okay.
Na gut. Good to know. Hey, der Witzka. Zwei Schilde, zwei Kristallsplitter oder vier Reparatur. Seine Vernichtung schafft den Rumpf des Zerstörers zwei Heilungen. Vier Plätze rechts vom Raketenschacht. Okay. Gucken wir mal. Ja. Ich glaube, ich hätte auch ins Event gehen können. Okay. Der erste Nuller wird doppelt gespielt. Möchtest. Okay. Max-Schild kann nicht überschritten werden, ja. Ah, was will ich denn jetzt hier machen? Eigentlich nichts, da jetzt hinzuschießen, ne? Okay, wir können nicht ins Minus gehen. Was? Versenken und Magier? Bitte was? Moment. Das wird zweimal gespielt, das heißt, ich zerstöre es direkt. Und weil ich das mit einem anderen Reparaturdings zerstört habe, kriege ich doppelt Heilung. Das ist ja geil. Das gefällt mir. Müssen wir ja alles erstmal ausprobieren, ne? So, du würdest rückwärts gestartet werden, das wäre uncool. Zwei nach rechts. Ja, ich nehme lieber mal den. Also wir haben schon einige Karten, die null kosten. Okay, er ist down. Oh, vielleicht hätte ich auch gar nicht so weit rüber müssen. Wir hätten also in die Leere schießen können. Mit Hitzewelle B. Hm, könnte man den Fünfer-Schuss auch anderweitig benutzen. Oh, ich hätte ins Event gekönnt. Ey. Mann. Lieblingsentertainerin. Das würde nur für eine Runde gelten. Andererseits
Ja, komm. Machen wir das jetzt. Krass. Das ist krass. Das ist richtig krass. Sollten wir nicht benutzen, wenn wir hier in der Sonneneruption unterwegs sind, ne? Oder doch? Oh Gott. Das wäre etwas hart. Und ja, ich bin am Überlegen. Sonnenerektion, naja. Das hört sich zwar heiß an, aber im Prinzip... Nein. Ja, ich pack den trotzdem mal aus. Hört sich auch etwas falsch an, ne? Da gibt's uns Karten, nicht cool. Aber ich mach mal das hier aktiv. Den sollte ich vielleicht nicht so spielen, ne? Nur wenn der verdoppelt wird. Ich gehe mal hier rüber, damit er in die Richtung irgendwo rüberkommt. Was, wenn die dich anspritzt? Oh, da könnte es heiß hergehen. Ja, die, das wäre etwas krank. So, ich bin jetzt immer überlegen. Was nehme ich jetzt von den Nullern? Das rentiert sich nicht. Energie brauche ich nicht in dem Zug, dann nehme ich das Ausweichen. Da ist der im Weg. Also 4 Schaden können wir machen. Ja, gut. Doppelt geschossen. Explosives Geschoss, das könnte man... Nochmal eine Schachtüberlastung, ich weiß nicht, nee. Die ganzen Teile umstellen? Nein. Das wird lustig? Nein, auf keinen Fall. Signalsteuerung. Erhalte 3 Drohnenverschiebungen in der ersten Runde. Ja, oder der Kiesaufbereiter. Erhalte ein Tempschild, wenn jedes Mal, wenn ein Asteroid zerstört wird. Nee. So. Kartenaufrüstung. Wenn der doppelt gespielt wird. Da würden wir dem Gegner aber extrem viele Verteidigungspunkte geben. Andererseits haben wir schon ein bisschen was Durchdringendes, ne? Wir können uns mal am gucken, ob vielleicht irgendwas auf 0 geht, aber das sieht nicht danach aus. Doch, der hier würde eventuell... Ha! Schaden bei Akropanzer aufgerüstet. Nicht ganz. Du schießt, machst Panzerung, gehst nach rechts, schießt, machst Panzerung drauf. Das heißt, nur 11. Nur 11. Ja, gut. Oh, habe ich den direkt?
Ja. Okay. Dann nehmen wir den nochmal. Tempschild bei Splitter. Mehr Schaden von... Ja. Tach nochmal. Zwölf Schaden, weil du nicht auf Panzer ballerst. Doch. Einmal schon. Einmal schon. Zeitkontrolle? 4 Millisekunden. Aber hallo. Jupp. Jetzt müsste man... Ja, nee, das, den kriegst du nicht instant raus. Das wären... Ja, da würden wir zumindest schon mal gut das Schild rausnehmen. Zwei nicht mehr spielen. Doch mit dem da nachher. Da würde ich jetzt aber... Oh, das gefällt mir nicht. Ich kann es leider nicht umdrehen. Ah, Kacke. Ich will das Ding halt nicht wegmachen. Wobei, es erleidet einen Schaden mehr, nicht doppelten Schaden. Hätte ich vielleicht doch den spielen sollen. Was ist das hier? Das nächste Objekt, das du startest, hat eine Blase. Okay. Es ist bei beiden scheiße. Weil das auf mich zielt, ne? Ist, glaube ich, einleuchtend. Okay, wir haben... Zwei ausweichen, ich könnte da zwei nach links, da würde ich zwei Schaden weniger kriegen. Ist es mir das wert? Nein, ich fress das jetzt, komm. Der erste Nuller ist doppelt, das ist eh nur der hier, der verfügbar ist. Könnte mich nach links bewegen, dann ist der Vierer weg. Allerdings kann ich dann nicht mit dem da drauf schießen. Wenn ich mich nach rechts bewege und schieße, würde ich dann hier eins hinsetzen und hier eins, würde die vier Schaden kriegen. Das ist auch nicht prickelnd. Will ich die vier Schaden wegmachen? Falls ja, würde ich sagen... Machen wir so. Alter, das Ding hat aber auch Life, ne? Fucking 37. Unsere Drohne startet immer noch... in der falschen... also falsch rum. Könnten zwei nach links. Ja.
Dann zwei nach rechts. Ups. Das war so nicht unbedingt geplant. Fünf Damage machen oder einen Damage, zwei Damage negieren? Ich würde zwei Damage negieren und drei Damage machen. Würde ich nicht. Ich würde zwei Damage machen oder vier Damage machen. Okay. Versengen. Oh. Stark. Heilung. Warum ist Versengen schwächer geworden? Ach so, weil wir nicht mehr weniger als halbes Leben haben. Wenn ich... Ah, ich kann die vier Schaden nicht abwenden, wenn ich jetzt den Angriff spiele. Okay, die zwei könnte ich ignorieren. Heidewitzka, okay. Wir könnten unter Umständen das hier beenden. Jo. Stark! Und die Karte noch benutzt, die ich unbedingt benutzen wollte. Okay. Wow, aber das war... Ritt auf der fucking Rasierklinge. Du bist aber stärker. Wer sollte es dieses Mal sein? Isaac? Hey! Jo. Gut's Nächtle, Shai. Ich werde auch nicht mehr so lange... Ich hab morgen frei. Ich mach noch einen Run. Hey! Du bist nicht so ängstlich wie die anderen. Warum? Keine Ahnung. Du bist also allmächtig. Du scheinst die ganze Sache im Griff zu haben. Morgen nicht verschlafen und ich mich auch nicht in Tag vertun. Ja gut. Das mit der Akrokarte. Ja. Ja, mach's gut, Shai. Tüdelü. Das bin ich nicht. Wir sind alle noch immer in großer Gefahr. Oh. Schießen. Meint er Scheiße? Ich glaube schon. T-201. Gibst du mir den Schraubendreher? Was machst du? Die Drohne braucht eine neue Sensorenreihe. Die Strahlung im Kern grillt sie ziemlich schnell. Weißt du, bevor du angefangen hast, bin ich selbst dort reingegangen. Was? In einem Strahlenschutzanzug, oder? Ja, natürlich, ich bin nicht so verantwortungslos. Okay, das ist der kleine, notdürftig zusammengeflickte Jeffy. Kleiner Jeffy? Er gibt den Drohnen Namen? Ja, das sind meine kleinen Jungs. Darf ich mir auch einen Namen aussuchen? Sicher, mal sehen. Hier, die hier wurde noch nicht hochgefahren. Gib ihr einen Namen. Dizzy Junior. Versuch's nochmal. Dizzy Junior. Naja, auch nicht unbedingt so viel schlechter als Jeffy. So, freigeschaltet. Neues Startschiff, die Gemini. Gemini. Zwilling.